dann habe ich diese doofen Rötungen im Gesicht, wenn wir nicht weggehen. Kommen die immer nach dem Duschen oder hast du die jetzt schon länger? Entschuldige bitte, falls sie es vergessen haben. Sollte! Ah, nice, das ist die Mama-Puppe. Schon ein paar Wochen. Ach, Herr Jemine. Kommen die, kommen die durch die Medikamente, oder? Die Kette ist unlesbar. Passt die da hin? Ja, geht so, ne? Kotzt mich an. Würde ich, ja, absolut verständlich. Hast du irgendwie eine Allergie oder so, oder? Nur ich sehe. Das ist stört. Ah, I see. I see. Ja, ja, absolut verständlich. Wenn einem so Sachen auffallen, die aber einem nur selbst auch bei genauerem Hinfallen, Hinschauen auffallen, dann sieht man sie halt immer. Ist halt mega zum Kotzen. Verstehe ich. Warte mal, ich nehme die beiden mal wieder mit. Wenn die Puppe da jetzt irgendwie... Bist du näher gekommen? Die bewegt sich irgendwann nochmal. Ich hasse es jetzt schon. Ich hasse dich jetzt schon. Du hast noch nichts mal gemacht. SOS-Salbe im DM gegen Rötung. Ja, aber es ist ja... Wäre ja die Frage, ob es an einem Ausschlag liegt oder irgendeine Kleidung, die man nicht verträgt. Irgendwie Wolle oder whatever. Guck mal, die Catherine... Und da oben die Lucy. Maybe? Ach nee, die lachen die ja aus. Niemand wollte mit ihr befreundet sein. So rum. So rum wird ein Schuh draus. Ich krieg's, wenn ich Kacke esse. Zu fettig oder Zucker. Wer ist Lucy? Die Lucy war eigentlich das Mädchen, die mit ihr befreundet sein wollte. Oder sie zumindest angesprochen hat. Ah, mir fehlt noch eine Puppe. Mir fehlt noch eine Puppe. Ah, ich kann mir vorstellen, woher ich die kriegen kann. Kann uns sagen, meine Eskimoen waren in letzter Zeit eher dürftig. I mean, the possibility is there, you know. Ich hasse diese Puppe. Ich hasse sie so sehr. Sie kotzt mich an. Oh. Oh, for real? That's... Oh, ich bin so stupido, Alter. Ich hasse dich! Steht da rum, menacingly. Wir hatten mal... mein Onkel hatte mal so ein Varieté-Theater. Ist es Varieté? Varieté. Ja, mit Essen, ne? Das ist Varieté-Theater, glaube ich. Und das waren immer so Horror-Stories, die gemacht haben. Also so Gruseldinner. So hieß die Firma. Und es war so typisch Frankenstein, Dracula. Wir haben hier in der Nähe, gibt's ja das... In der Nähe haben wir ja die Burg Frankenstein. Schloss Frankenstein. Und... So you want me to play with dolls? Und die hatten da auch immer... Tatsächlich waren die jedes Jahr da gebucht. Für Kram. Und dementsprechend gab es... Und dementsprechend hatten die ja auch Equipment. Und da gab es ein Skelett in so
Damenkleidern, so aus den 20ern. Roundabout. Und die saß in einem Schaukelstuhl. Es war ein Skelett mit den Frauenklamotten in einem Schaukelstuhl. Und das stand bei uns im Keller, weil wir genügend Platz hatten, dass die ihren Kram bei uns lagern konnten und die mussten halt kein Geld ausgeben, um ein Lager irgendwo zu bezahlen. Also uns war es egal, wir haben den Platz nicht gebraucht und die konnten halt kostenlos lagern. Mega. Das Problem war aber folgendes. Wenn, so war das zumindest früher. Der Keller, in dem ich auch schon war. Kann sein. Es ist so, du gehst diese Kellertreppe runter und du kannst nicht in die Kellerräume sehen. Du musst direkt straight, du gehst die Kellertreppe runter und es geht nur der Weg nach links zu den anliegenden Kellerräumen. Das heißt, du bist die Treppe runter, standest da, hast dich nach links gedreht, weil du musstest ja. Und dann hast du direkt in den letzten Kellerraum hinten geguckt und genau passend in der Ecke, in die man schaut, war dieses Skelett. Und du wusstest, dass es da ist. Du wusstest, wie es aussieht. Du wusstest, wie es da sitzt. Du wusstest, dass es nicht echt ist. Und du hast dich jedes fucking Mal erschreckt. Jedes Mal. So, hier kommt die Lushi. Hat ja auch viel zu lange gedauert, bis ich hier war. Und hier ist die Katharine. Aber ich dachte, die wollten sich mit der. Die Lucy wollte doch mit ihr befreundet sein, dachte ich. Oder hat die nur so getan? Not gonna lie, it's a cute story, kinda very human. It is! And it's like every time I did go down the stairs, there was this little jumpscare that I had. Every fucking time. Und ich war ja nicht der Einzige. Das ging meinen Eltern und meinem Bruder. Wir waren ja alle so. Es ging uns allen so. I've seen enough and I do know what this looks like. Will ich das? Alright, I mean, it is indeed. Not so good to look at. But thank you anyway. Puppe Pause 3. Alright, okay. Das heißt, bei dem anderen kriegen wir dann Puppe 4? Ah! Yeah, sure. The closet's gone. No, it's still there. I lied. Kann ich die nicht da runterschmeißen? Dreh dich nicht mit, bitte. Dreh dich nicht mit. Oh, ich hasse das jetzt schon. Oh, ich hasse so. Es gibt so ein paar Dinge, die hasse ich. Das Skelett war quasi das Pendant zur Heizung in Kevin allein zu Hause. Ja. Ja. Das ist ein guter Vergleich. Auf jeden Fall.
Ah, cool. Das Bild mit meinem Gesicht ist runtergefallen. Hiermit für mich Zähne putzen, Haare kämmen und föhnen. Kann ich gerne machen. Nur das mit dem Föhnen und Kämmen macht bei mir halt nicht so viel Sinn. Also kämmen ja, aber föhnen nicht. So. This is gonna be. Catherine? This is gonna be Lucy? Where the fuck is Lucy? There's Lucy. The lousy Lucy. The lose Lucy. Lose Lucy ist ja mal ein geiler Name für ein. Also, ihr wisst schon. Ja, Herr PG. Nice. Alright. Welche Figur war das jetzt? Schwarzer Gemäuer mit langen schwarzen Haaren. Sie ist deutlich weniger wertig verarbeitet als die anderen. Ist sie das? So, wo finde ich denn jetzt meine beste Freundin? Die, mein Steal-It. If I ever get bored of my current job. Die Lucy Lucy. Lose Lucy. Eine gemeine Straßendirne. Das hast du schön gesagt. El Popé? El Bublé. Okay, please look around the corner. Thank you. Oh. Ich will nicht wissen, wo diese Puppe jetzt steht. Ja. Hab ich irgendwie erwartet. Hab ich ja erwartet. Tatsächlich. So, here goes. I guess Lucy. Harte Visage-Vibes bei dem Wandgekritzel. Ein wenig, du hast recht. Du kriegst die schwarzhaarige Puppe. Du, glaube ich, warst schon ganz passend mit der. Visage. Visage. Deswegen ist es ja auch Resident Evil Village. Oder Village. Nein, es müsste dann ja Village. Village hat man, glaube ich, gesagt, ne? Aber warum die Schwarzhaarige dazu? Seriously. Fuck you. Ich bin mir nicht sicher, was ich. Ja, was soll ich denn sonst machen? Fromage! Nee, nicht Fromage, das ist Frommage. Puppe? Es ist mir zu dunkel. Let's play. Alter! Du dumme Kacksau! Let's play Statues. Vielleicht habe ich die Rötungen voll zu viel. Frommage. Ja, weiß ich nicht. Ist es so ein Rötungsding?
It's game over if they catch you. Och nö. Oh nö. Don't look away. Och nö. Ich will das nicht. Oh nee. Och. I don't like this. I don't like this. Oh nee, ich will. Oh, das will ich nicht. Oh nein. Hallo. Don't let mommy catch you. Ja, Sigi. Oh, willst du mich verarschen? Alter! Boah, ist das unangenehm! Oh, da hab ich ja gar keinen Turn drauf. Bist du eine Fiese? Und selbst wenn ich zu weit weggehe. Oh no. Im Inventar aber nicht, oder? Nee. Ah, ich hasse dich. Ich hasse dich jetzt schon. Ja, ja, komm ruhig. Oh, wie ich dich hasse. Ja, ja. Ja, sicher, sicher, sicher. Zählt das auch? Nee, gell? Ist jetzt die Frage... Ah, okay, nice. Die steht jetzt vor der Tür. Oh nein. Ich würde so spucken. Was meinst du mit spucken? Ich mag keine Puppen. Ja, same. Ha! Fuck you! Nicht schlafen können. Drei, es sind vier. Es waren vier. Das ist schon very nightmare, auf jeden Fall.
Oh. Ach. Können wir hier einfach abbrechen? Wir können es auch einfach durchziehen, Thomas. Vor allem, ich bin genauso groß wie die Puppen, ne? Lass uns Verstecken spielen. Schaffst du es bis zu mir, ohne geschnappt zu werden? Ich muss ganz dringend Zähne putzen. Puppen sind so schlimm. Ja. Doofes Uncanny Valley. Genau das. Genau das, das ist einfach ein hart... Es kann so ein hartes Uncanny Valley sein, einfach. Kann ich den Pinsel nicht benutzen als... Weiß ich nicht.